Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer Stappenbach Challenge Projekt mit dem Tina und dem Randy. Hallo. Hallo. Hi Leute. Ich würde wahnsinnig gerne mit euch schnacken. Ich muss ganz kurz zum Melo. Das ist wirklich wichtig. So. Ist eine wichtige Info. 100. Die hat er zuerst gemacht, das wusste ich nicht. So. Natürlich gut zu wissen. So, na dann fangen wir natürlich hier an. Randy, was gibt's Schönes? Nicht wirklich was. Bei dir? Naja, man ist halt beschäftigt mit so vielen Feldern, ne? Das ist wiederum richtig, ja? Ja, da hat man straffes Programm. Soll ja alles schön wachsen und gedeihen. Wow, 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 wow. Hätte wahrscheinlich Ast düngen sollen. Hast du schon mal den Dings benutzt? Den. Hast du noch mal den, schon mal den Dings benutzt? Den. Wenden im GPS? Automatisches Wenden? Ja, aber jetzt schon länger nicht mehr. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht. Okay. Ich habe das noch nie benutzt, also keine Ahnung. Dann werde ganz sicher. Kann ich damit den Durchstich machen? Müssen mit GPS ansehen, weil, also ich bin der Meinung, dass wir es mit GPS machen sollten, weil ganz einfach aus dem Grund wir da den einfach effektivsten, einfach der effektivste Weg. Mhm. Weil da hast du halt wirklich alles dabei, ne? Das ist richtig, ja. Ich überlege immer noch, ob ich den Deutz gegen den Fendt tausche hier beim Ansehen. Der Meinung war, dass der Deutz doch mehr, der Fendt doch mehr Power hat. 15 km/h Ansehen ist eigentlich ganz schnieke, aber ich glaube, das ist, da ist mehr möglich. Hallo. So, und hat geklappt? Hat geklappt. Und wie viel Kohle gibt's? 2 Millionen. Was willst du denn kaufen? Das ist noch nicht ganz sicher. Aber kein Gebäude. Kein Gebäude. Gut. Der Großteil wird in Schafe investiert. Ja, irgendwie muss ich reagieren, tatsächlich. So weitermachen wie bisher geht, aber das geht auch, wenn du ein paar mehr Schafe im Stall hast. Das wird echt noch interessant hier. Große Bettel. Ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, oh Mann, ey. Okay, kurz nochmal beim LU. Also, wir haben eine Top-Nachricht zum Abend. Was los? WhatsApp gerade, hat der Klicke geschrieben. Achtung, ich lese vor, Sie können sich ja selber drauf was reimen. Sieht schlecht aus mit Messe. Ach,
Naja, so spontan kennt man ihn. Ach, das war's? Das war's erstmal, ja. Ich hab geschrieben, ich melde mich nachher und weil öffnen. Fuck. Oh, muss mal gucken, was Phase ist, was das Problem ist. Ich kann mir eigentlich nur fast wieder vorstellen, dass sie den Samstag oder irgendwo noch hinschicken. Ja, ich würde gerade sagen, der kann ja fast nur arbeiten sein. Das ist ja ärgerlich, oder? Das ist ja nun alles geplant. Ja, ja, zumal es kommen ja auch Leute, aber das muss ich dann dementsprechend halt selber regeln. Halt irgendwie mit dem Zug. Ja, das ist ein grundteurer Spaß. Ich freue mich. So, da bin ich wieder. Da ist er wieder. Ich hab genug Schweizer für heute gehabt. Echt? Ja. Warum? Nee. Waren sie doch nochmal böse? Nein. Also was heißt böse? Es gibt halt eine Floskel, die etwas schwierig ist. Erzähl mal. Ja, natürlich wollen sie, bevor sie einen neuen Kredit raushauen, den alten bezahlt haben. Oh ja, das war aber auch meine Bedingung. Ja, das ist richtig. Und da arbeite ich jetzt gerade dran. Nee, sie hat gesagt, das ist für alle gleich. Das war auch vollkommen okay. Also, das ist nichts... ja, klar. Nichts Verwerfliches. Unmenschliches. Das ist vollkommen normal. Randy? Ja, bitte? Dein Stroh... Sorry, nee, kann ich nicht. Ist eh schon weg. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jo. Muss ich mal ganz doof fragen, wo ist denn die BGA von den... Bei meinen Feldern da. Sprich... Wo das, was ich hier nur verkauft habe, die 83, die 84, da unten drunter. Ja, okay. Na gut. Da muss ich mal gucken gehen. Da ist ja schon einiges los, habe ich gehört, ne? Eigentlich ist da gar nichts los. What? Gehende Leere dort, also ein bisschen Gelümpe. Ich habe gedacht, ihr macht alle hier fleißig Hexen und so. Ja. Also. Tino muss noch seine Felder managen. Fleißig häckseln, Werner? Ja. Hast du schon mal Maiskolben vom Himmel fallen sehen? Einfach so? Es wäre eine schöne Sache, ne? Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, ohne Frage. Es wäre wahnsinnig schön, wenn die einfach so pupp, alle Kerzen gerade in der Erde stecken würden. Und man die nur noch weghäckseln bräuchte. Ja, leider sieht die Realität anders aus. Das stimmt. Ich... Ich mich gerade schwierig mit der Einfahrt finden. Oh, das kann sich keiner angucken, was ich hier mache. Hallo, Entschuldigung. Ah, das ist ein Weg. So. 7 macht der Händler auf, ja. Jo. Oh, jetzt muss ich hier noch warten. Okay. Alter, der hat meinen Traktor leer gefahren. Der LUler? Ja. Toll. Roter Bereich. Also was wirklich angenehm ist bei Deutz, das muss ich jetzt wirklich mal zugeben, ist 63 km/h, ne? Ja, kenne ich. JCB, 72 km/h. Ja, aber JCB ist ein super geiler Traktor, ich mag den auch. Aber ich habe da echt mein Problem mit JCB und Feldarbeit. Ja, das ist nicht so einfach. Also JCB ist auch, glaube ich, eher für den Transport ausgerichtet, als wie für ja, Feldarbeit. Ja, auf jeden Fall. Also richtig harte Feldarbeit. Ja. Das kommt mit der PS-Zahl definitiv nicht hin. Das stimmt absolut. Da ist ein Fendt tausendmal besser. Genau. Oder auch ein Holland oder schlag mich tot. Deutz, denke ich, geht auch noch. Ja, absolut. Sind hier keine Fanboys, ne? Naja, ein bisschen, oder? Ach so, schon ein bisschen? Ja, ein kleines bisschen. Kriegt dein Herz grün? Deutz-grün. Deutz-grün, okay. Nee, Spaß. Fendt-grün natürlich. Hört sich auf der NF aber anders an. Fendt grün natürlich. Ah, okay.
Ja, nee, ich finde Fan optisch sehr attraktive Traktoren. Das stimmt. Wirklich zugeben. Also kann ich weiter unten. Also die Frage wollte ja auch noch beantwortet werden. Was denn, Randy? Ach, ich muss kurz zum Melo, sorry. Ja, na, was du wolltest hier. Ich? Ja, ja, vom Dings, was ich bekommen habe vom Dings hier. Ne, du weißt, was ich meine. Bin ich auf der Leitung. Was? Vom Häckselgut. Ja. Was ich dafür bekommen habe. Wie gesagt, du musst es nicht sagen. Ja. Warum bei mir immer Minus steht, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber hier steht ja da Empfänger, Absender, Betrag. Also das geht dann bei dem Betrag ab. Hm, okay. 63k habe ich dafür bekommen. Wie viel war das ungefähr? 109k. Das ist ja... Was? Das verstehe ich nicht. Ne, das verstehe ich gerade auch nicht, Moment. 109 und 2. Du hast ja Häckselgut verkauft, richtig? Ja, ja. Das heißt, ich krieg 109 mal 400, das sind... Ja doch, das geht sich irgendwie aus. Okay. Ich frag da nicht nach. Nee, ich würde auch sagen, keine Fragen fahren und gut ist. Ist Tino? Ah, Tino ist nicht da. Die Frage ist, ob es relevant ist, ob ich zu euch sage, dass ich Wolle verkaufe. Glaube nicht, oder? Eigentlich nicht, ne? Weil ja. Tino hat keine Schafe, oder? Es gibt keine anderen Schafe, also meine. Ach so, ja gut, dann ist das relativ. Dann ist das ja logischerweise relativ. Ich hab keine Zeit. Ach Mann, und ich verfahre mich immer. Ich weiß gar nicht, wo ich Wolle verkaufe, muss ich ehrlich sagen. Beim Wolleverkauf? Mischwaren Heuer. Wo ist denn der, Alter? 5 mal 2600 sind 8000. Gehört. Ah, Tino? Ja, hier. Ist es relevant, dass ich euch sage, dass ich Wolle verkaufe? Glaube nicht. Also, mich persönlich interessiert, aber es ist unrelevant, da hast du ja tatsächlich recht. Wie verkaufst du denn? Wie viel ist denn schon rausgekommen, dass man mal so eine... Boah, 30 Paletten, glaube ich. Quatsch. 2. Das, weil da ich selber Schafzüchter bin, ja, Kollege, ja. Weiß ich, dass das super Schafe sein müssten. Ja, die sind hochgezüchtet, ne? Die kacken auch nicht mehr. Oh, schön. So. So. Werner? Hier ist einer. Ich möchte wirklich nicht unhöflich erscheinen, aber mir wäre sehr viel daran gelegen, wenn du bitte die Ballen zumindest von den Straßen entfernen könntest. Versuche deinen Wunsch schnellstmöglich zu erfüllen. Danke sehr. Warum? Das weiß ich nicht. Der sagt ja nicht. Die alle hochkonzentriert sind hier. Ja. Ist ja unheimlich, wieso?
Ja, ja, ich muss ja, ich kneife hier auch nur die Augen zusammen, dass ich noch was sehe vor mir, der Acker. Das ja, hättest du mal einen Tag damit vernünftiger Beleuchtung gekauft, ne? Hab ich. Aber so eine Nebelbank, du, da machst du gar nichts. Ja. Da machst du gar nichts, ganz schlimm ist das. Ich werde auch schon wieder mit der Beta umfahren. Komm ich da nicht rein, Alter? Bahn zieh ich jetzt noch durch. Wo der Dünger gleich alle ist. Hallo. Jo, mach das. Achso. Da ist er schon weg, ne? Ich glaube, jetzt gibt das manches beim Elbe. Warum? Ja, schreibt doch nicht dazu, was ihr gemacht habt. Datenschutz, Alter. Ja, da. Wir müssen doch nicht alle wissen, dass ich so viele Felder gekauft habe und jetzt nicht dran gekomme. Randy, erst bitte. Also bitte. Das, ne? Also, nee. Gut von dir. Vor allem, was das kosten muss. Ja. Was das kosten muss. Achso, es ist der. Tino! Ja. Also allgemein. Ich würde einen Ballenwickler verkaufen. Quaderballen. Danke. Okay. Randy? Nö, nö. Gut, dann kann ich mir zumindest den Diesel leisten. Danke. Bringt das so viel Kohle? Live auf dem Farmer. Was? Bringt das so viel Kohle? Mit Diesel wird's reichen. Ah ja. User left your channel. Wer? Ah, hallo, ich bin da. Ah, dann war's wieder, Tino. Ja. Ja, ich glaube, ich geht auf die abgehobene Phase los, wo man nicht mehr sagt, dass man geht, weißt du? Mhm. Ja, ich glaube, jetzt kommt richtig Stress dazu, weil 150.000er Kreditrate müsste bezahlt werden. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann will ich mal kurz eine Bankenaufsicht elern. Oh ja, das kann er noch 3 Tage machen, dann wird's knapp. Ach, da steht irgend so ein Drecks-MB-Tag auf in dem Verkaufspunkt. Wild! Sofort anzeigen. Bitte den MB-Tag wegfahren vom Verkaufspunkt. Wir wollen eine absolute Frechheit hier. Gar nicht. Aber, also das, ne? Also das. Die Regel, die heißt blockieren von irgendwelchen Punkten. Wo denn? Händler. Also, du warst gerade richtig. Ich war gerade richtig? Deinen Betrag, Junge. Oh, deinen Betrag. Gott. Moment. Aber ja, den wollte ich verkaufen. Ja, ich... Danke. So, ja. Sophie. Kaufte Wolle, 2x0, Werner. Kein profitables Geschäft. Aber kannst du es dir trotzdem zuweisen, dass es raus ist? Na klar. Ja. Ich verkaufe Heupellets, aber das wird ja auch nicht von relevant sein, ne? Also abgepackte. Steht der Preis konstant. Ballerina. So. Also den MB-Drag hatte ich ja schon gefragt, ne? Nicht, dass da jetzt wieder bei den Zuschauern, das hatte ich alles schon abgeklärt mit Werner und Renny. Ja, ja. Ich gehe hier mal tanken. 100 Liter habe ich noch drin, fast. Lass mal uns hier stehen.
So, bevor ich es wieder vergesse, ich muss eine Überweisung machen. An das Wohnunternehmen. Oh. Was schimpfst du denn schon wieder, Werner? Oh nein. Die BGA ist sehr klein. Also Wasser ist sehr klein. Kleiner auf alle Fälle. Tino, hast du die Ballen oben oder unten gemeint, die weg müssen von der Straße? Moment. Überhalb von 117, 111, 112 da so an der Straße. Ja, mach ich gleich. Müssen wir erstmal wieder fertig. Wir sind schon wieder fertig. Das wird ja nichts hier. Ja, ich liebe weiß. Leute, ich habe falsch verkauft. Wir danken fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge Challenge. Gerne Tipps, Tricks in die Kommentare schreiben. Gerne bei den anderen zwei Boys vorbeischauen. Und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.